Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und heute gehen Grüße an die Luna, die Magdalena, die Lani, Maya, die Sheep, die Jelly und die Nina. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Dann kommt ihr auf die Liste. Und weiterhin, wenn ihr wollt, dass ich euch besuchen komme, dann schreibt bitte euren Ingame-Namen mit eurem Level, damit ich euch besser finden kann, auch in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir fangen heute mal an, hier wieder in Montana und hoffen, dass heute vielleicht endlich, nach 100 Trillionen Jahren und Versuchen, die amerikanische Warmblutzucht klappen möchte. Ich gucke jetzt nur mal schnell, das hier ist es weniger dolle Pferd. Das heißt, ich züchte mit dem, der Weizen will, die Weizen möchte. Okay, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die Weizen möchte, dann kann ich eigentlich die andere schon gleich losschicken. Hengst will das, also die hier losschicken zum Training. Weil die ist Level 9 und dann kann ich sie bald verkaufen und dann passt es alles. Wunderbar. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir es endlich hinkriegen, das amerikanische Warmblut zu züchten. Im Moment läuft wieder ein Züchter-Event. Ich glaube, 21 Tage stand da gerade davor dort. Und ja, ich glaube, ich werde es einfach verbessern und mach die Augen zu und durch und klicke jetzt einfach mal. Und es könnte doch mit der Verbesserung heute so gnädig sein und pink werden. Komm schon. Nein, es ist schon... Oh Gott im Himmel. Ich gebe es bald auf, ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Trillionen ich jetzt von denen schon gezüchtet habe, die Stufe 3er. Es wird einfach nichts. Es wird auch nichts, wenn ich mit anderen Pferden züchte. Es wird auch nichts, wenn ich mit Stufe 4er Pferden züchte. Es wird einfach gar nichts. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Pferd hier, das kostet mich Nerven. Das ist schon immer feierlich. Ich weiß auch nicht, wie viel Kohle ich dafür schon ausgegeben habe. Ich meine, ihr seht es am Kontostand, 1 Million ist weg und irgendwie füllt sich das auch nicht mehr auf, weil ich aktuell gerade nicht ganz so viel Zeit habe, um außerhalb der Aufnahmen zu spielen. Und ja, ich würde sagen, hier machen wir gleich weiter mit der Isabella Derby Pferdzucht. Ich hoffe, dass das wenigstens heute klappt. Hier haben wir das VK Isabella und in der Oase irgendwo müsste der Hengst stehen. Hier ist er. Und ja, 62.000. Auch das ist eine teure Geschichte und ich probiere sie schon wirklich sehr, sehr lange. 12%. Weniger wie eben. Also wahrscheinlich nö. Nö. Einfach nur nö. Es will nicht klappen. Es geht schon wieder weiter mit der Pechsträhne oder wie sehe ich das Ganze jetzt? Wie weit bist denn du? Kurz vor fertig. Okay, dann gehst du nochmal auf die Weide. Kurz vor fertig und na, du kannst eigentlich mit, weil von dir brauchen wir im Moment nichts, also keine Zucht oder so und dich könnten wir auch mitschicken fürs Leveln. Er heißt immer noch links, ich habe noch keinen anderen Namen gefunden, wobei ich jetzt bei, ich glaube Luisa war das, gesehen habe, dass das Hengstchen Achilles heißt und ja, den Namen finde ich eigentlich recht hübsch für das Pferd. Allerdings, ja, wollte ich davon auf jeden Fall eine Stute züchten, die wir dann Hayley heißen. Bitte erinnert mich daran, wenn es jemals soweit sein sollte. Ja, die wird dann bleiben und er hier wird uns eh verlassen, weil ich finde, das sieht halt nicht aus wie ein Hengstchen, ne? Also, sieht eher aus wie ein Stütchen und ja, deswegen werde ich da das Hengstchen behalten. So, hier können wir auch wieder was verkaufen und hier haben wir jetzt 12 zum Verkaufen. Und dann gucken wir mal, wie viel das wir wieder herstellen können von dem. Ja, herstellen und dann verkaufen, was ihr zu viel habt. Also nicht denken, ach, ich habe genug zum Verfüttern. Hören wir mal auf mit der Produktion. Und hier haben wir schon wieder nichts mehr. Okay, dann müssen wir warten, bis wieder Tropfen über sind. Und gehen dann mal, ja, eigentlich nach hier, nach Großbritannien. Hier muss ich erstmal überlegen, was ich dann als nächstes weitermache. Also die Krebszucht ist ja jetzt abgeschlossen. Und ich habe ja jetzt auch bei dem Schützen schon das Stütchen bekommen. Das Hengstchen meine ich, weil das Stütchen haben wir ja. Die Lea, die wird ja dann verkauft. Und das heißt so viel wie, ich werde mich wahrscheinlich jetzt gleich von ihr verabschieden. Wir gucken aber nochmal nach, nicht, dass ich da irgendwie einem Irrtum unterlegen bin und es doch kein Hengstchen geworden ist. Aber es müsste einer sein, ne? Ja, der Laden.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier die Lea. Die Lea wird uns jetzt leider verlassen für 93 Diamanten. Tut mir das sehr leid. Hat Eisläufer als Verbesserung bekommen, aber ja, ich möchte halt ein Hengstchen haben, weil mein Mann ist Schütze und deswegen Schütze halt einfach. Wir verkaufen und 93 Diamanten haben wir dafür gekriegt. Der Laden, der wird jetzt umbenannt. Ich weiß nicht, soll ich ihn Schatzi nennen oder bei seinem Vornamen? Nein, er heißt Schatzi. So. Der Gute heißt Schatzi und wir gucken ihn uns jetzt mal als Fohlen an. Als Erwachsener haben wir Lea ja schon öfters gesehen. Und hier ist er. Einmal füttern bitte. Da sieht man ihn in seiner vollen Pracht. Oh, ich find ihn toll. Oh, braune Augen passen gut zu dem Pferd, aber mein Mann hat blaue Augen. Ich weiß es noch nicht. Na gut, okay, wir schicken ihn auf jeden Fall auf die Weide und lassen ihn trainieren. Und da könnten wir eigentlich unsere Mona mal kurz angucken und ausmisten vorher. Das ist irgendwie was, warum kann ich das nicht vorher anklicken? Also, dass ich anklicke, ja, ich möchte ausmisten, so wie beim frei rumlaufen lassen zum Beispiel auch. Wäre nicht schlecht, glaube ich. Ja, das hier ist unsere Mona. Die hat was für eine Augenfarbe? Hallo? Braun, oder? Ja, braune Augen hat die Gute. Und ja, ich habe ihr Gegenstück jetzt mal in der Oase belassen und werde es trainieren, dass ein paar Diamanten mehr bringt. Dann gucken wir hier oben, können wir auch nochmal ein bisschen was anbauen und das dann verkaufen, was wir eben geerntet haben. Und hier fehlen uns die Erdbeeren. So, Erdbeeris. Die haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viele von. Und ja, Salat müsste ich jetzt mal gucken, ob ich da genug habe, weil ich baue die ganze Zeit Salat an wie eine Wilde, weil wir keinen Salat mehr hatten. Ich muss auch mal gucken, was wir jetzt hiervon noch machen müssen. Auf jeden Fall das hier wahrscheinlich noch. Haben wir keine mehr. Okay, hier, Salat. Erstmal das hier verkaufen. So, und dann gucken wir mal. Salat haben wir 35, von dem haben wir 22. 24, 18, gut, da stellen wir jetzt noch eins her. Und hier haben wir 14, das muss noch. Und 27, okay, ja, dann haben wir das richtig. Wie viele Melonen haben wir denn? 11, okay. Dann sollten wir Melonen herstellen und, also anpflanzen, meine ich jetzt. Und Kürbis haben wir 34. Da machen wir mal alles nur mit Melonen voll hier oben. Und ja, schicken unsere Mona mit, damit Schatzi nicht so alleine ist. So, dann wären wir hier auch soweit fertig und könnten nach Deutschland gehen. In Deutschland werden wir jetzt hier unser American Saddlebred weiterzüchten. Da haben wir ja noch keinen Erfolg in Richtung Stufe 3 gehabt. Ich werde jetzt aber zur Hannah gehen und dort züchten, weil die hat einen Stufe 4er, hat sie mir gesagt. Und da ich mir das Zertifikat jetzt schon geholt habe, werde ich auf jeden Fall dort züchten gehen. War das ein Hengstchen oder ein Stütchen? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es sehen. So, American Saddlebred und ach, welches Level warst du nochmal? 39? Müsste ich auf meinen Zettel gucken. Aber wir müssen erstmal weiter runter. Also das ist schon mal sicher. Wir müssen nach unten. Da ist Royal Diva gewesen. Die hat es bestimmt auch schon, oder? So, immer noch weiter nach unten. Nach unten. So, Level 39 kommt gleich. Oh, das war, wollte ich nicht. So, jetzt sind wir bei 41, 40. Hier, ne? War das jetzt ein Hengstchen oder war es ein Stütchen? Ich hoffe, sie hat es nicht auf die Weide geschickt, weil ich wollte eigentlich gestern schon kommen. Aber, oh, sie hat es noch draußen. Sie hat es nicht auf die Weide geschickt. Vielen, vielen Dank. Ach, gut. Dann, zack. Helfen können wir leider nicht. Aber die ist bestimmt jetzt in der Schule. Da kann sie eh nichts machen. Und da ist das Objekt unserer Begierde. Sunfeather. Es passt, glaube ich, sehr gut zu dem Pferd. So, und jetzt züchten wir mit James und... Ja, 63.000, ne? Ist auch wieder eine Hausnummer. Haha, 5%. Naja, toll. Kriegen wir eh nicht hin. Aber 42% auf den Stufe 3er ist gar nicht übel.
Und natürlich, ja, kriegen wir das natürlich nicht. Wir kriegen wieder ein Stufe 2er. Das heißt, ich komme wieder. Die GG ist es. Ja. Wie können wir hier sparen? 7 Stunden, okay. Dann ist es morgen fertig. So. Und dann kann ich dann morgen... Ups, wir sind ja schon fertig. Nochmal züchten. Oh mein Gott. So. Es hat wieder nicht geklappt. Warum denn bloß? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es heute wieder ein Satz mit X. Klappt nicht. So. Gut. Euch können wir da stehen lassen, aber wir können hier abernten von den Trauben. Die brauchen wir nämlich immer. Und dann gehen wir mal hier runter. Kirschen. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich eben gar keine Acht drauf gehabt, wie viele Kirschen wir haben. So. Und hupsala. Dann gucken wir mal, können wir hier was anbauen? Ja. Admischen lassen. Ich sage immer anbauen. Bei mir ist alles anbauen. Alles wird angebaut. So, die lassen wir mal frei. Und dann gehen wir noch nach Frankreich und dann könnten wir noch ein, zwei Besuche machen. Da muss ich natürlich wieder meine Liste suchen. Ich habe so viele Blätter hier vor mir liegen. Ich sollte das mal alles irgendwie neu aufschreiben und sortieren. Und ja, was ist jetzt hier rausgekommen? Hier ist, glaube ich, das Hengstchen rausgekommen. Genau. Wir haben aber keinen Platz. Das ist jetzt natürlich die andere Sache der Geschichte. Wo könnte ich denn jetzt ein Pferd hinpacken? Habe ich hier... Ich habe doch hier irgendwen verkauft, oder nicht? Verkauft, aber kein Platz wahrscheinlich. Bäh. Okay, dann müssen wir mal gucken. Hier haben wir als einziger noch Platz frei. In Deutschland müssen wir ja auch noch die Oase aufwerten. Das heißt, ich könnte hier jetzt mal rein theoretisch ganz kurz Athena reinschicken in die Oase. Wenn ich noch Platz habe. Oh ja, ein Platz. Ja. Der eine ist es. Der eine Platz. So, Athena kommt jetzt hier mal kurz rein. Und dann könnten wir von Frankreich. Wen bringen wir denn her? Frankreich. Ich glaube Takaiko. So. Den bringen wir jetzt hierher. Dann können wir zurück nach Frankreich gehen. Und ja, wir holen jetzt das Hengstchen raus, aber das kommt gleich auf die Weide, weil ich möchte nochmal mit einem Stufe 3er versuchen zu züchten. Der kriegt jetzt auch noch seinen Namen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass er Marlon heißen wird. Ich werde aber auch alle komplett durch als Marlon benennen. Also alle Hengste werden Marlon heißen. Je nachdem, welche Stufe, welches Geschlecht Stufe 3 hat, werden wir dann, ja, entweder Stufe 3 als Hengst auf jeden Fall züchten und er heißt dann Marlon bei den Stütchen. Ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie die Namen eigentlich sein sollen und wie die heißen sollen. So, jetzt müssen wir aber zu unserem Club. Da, halt, da ist sie ja schon. Ich glaube, Luisa war das, oder? Die ein Stufe 3er Biest hatte. Hier steht es auf jeden Fall nicht und auf der Weide ist es auch nicht. Dann gucken wir mal durch. Irgendwo wird es schon sein. Hoffe ich doch mal. Und am besten nicht auf der Weide. Oh, so viele Celebrates Stufe 3. Ich werde mich ultra freuen, wenn ich einen Stufe 3er habe. Und dann wird es wahrscheinlich ewig mit dem Stufe 4er nicht klappen. Oh Gott, ich sehe das schon kommen. Und hier? Hier ist auch... Doch, hier ist das Biest. Ach Gott, ich hatte eben schon gedacht. Du bist das Hengstchen. Sehr gut. Dann züchten wir mit dir und mit Hydra. Hier heißt immer noch so, ich brauche einen Namen für die. Und los geht's. Stufe 2 vielleicht mit 41%. Und ja, es hat funktioniert. Wir haben ein Hengstchen. Ah, guck mal, Marlon 2.0 ist es dann, ne? Ah, super, schön. Das gefällt mir, das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich ja leider ein Hengstchen, das heißt, ich muss irgendwo eine Stute Stufe 3 finden. Vielleicht hat ja jemand von euch die Stufe 3 Stute,
die ich brauche. Und dann könnte ich da vorbeikommen zum Züchten. So, du bist Diablo, du musst trainiert werden. Und dann schicken wir dich auch noch gleich mit. Unsere Fay. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, wer auf der Liste als nächstes dran ist. Wenn ich die Liste finde. Nein, hier ist Besucherliste. Timmy ist als nächstes dran, in Level 36. Hier. Manchmal finde ich meine Maus nicht wieder. So, nochmal. Und nochmal. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah, jetzt dürfen wir nicht mehr so viel. So, da ist er. Gehen wir als erstes nach Montana. Danach ist noch die Arcane dran, in Level 24. Und hier ist das Baumhaus und das bringt leider überhaupt nichts mehr. Oh Mann. Oh. Hallo. Na, was bist denn du für einer? Eine? Ein Stütchen, die Rose. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich will auch. Oh, das ist so cool. Oh, und du? Du bist doch der Württemberger, Stufe 3. Ja, ja, ja. Irgendwann werden wir den auch mal haben. Halt, ich habe ja hier noch gar nicht geguckt. Nicht nur die Pferde angucken. Hier hinten ist die Produktion. Hier ist die Oase. Und ja, Level 36 war ich, glaube ich, genauso. Hatte noch gar nichts dekoriert. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal Zäune oder so irgendwas. Und auch keine Heuballen, weil... Ja, Geld ist knapp und da gibt man das nicht für irgendwelchen Schnickschnack aus in Level 36. Ich meine, das ist jetzt auch immer noch knapp und ich gebe es nicht für irgendwelchen Schnickschnack aus, aber zwischendurch war ich mal gut bei Kasse und dann habe ich halt für ein bisschen Schnickschnack was ausgegeben, ne? Das ist der Wassermann, die Rosie. Oh, hier wird die Oase aufgewertet. Bienenstöcke sind schon alle auf Maximum. Und auch die Bäckereien sind auf Maximum. Freigeräumt hat er ja schon mal alles, das ist ja krass. So teuer, ne? Freiräumen ist echt teuer. So, dann sind wir hier. Oh, ich will auch haben. Das ist so unfair. Warum will denn das alles bei mir nicht klappen? Hier hat er ja auch schon alles freigeräumt. Ja. Respekt. Ich meine, es wird ja immer teurer, ne? Und ein Welchpony Stufe 4. So, dann gucken wir auf die Fantasieinsel. Oh, da können wir einmal helfen. Zack, geholfen. Und hier wird gezüchtet. Spinellfeenpferd. Ja, die habe ich auch noch rumstehen. Mit denen müsste ich auch mal weitermachen, ne? Damit ich die anderen verkaufen kann. Aber im Moment hängt es ja gerade hier an der Isabella-Zucht. Ah, das ist doch schon... Ne, das ist ein Einser, ne? Das ist ein Einser. Das andere ist nochmal bunter. Knalliger. Hier steht noch ein bisschen was an Wald. Aber das hier ist auch schon alles aufgewertet. Die Oase steht hier rum. Ja, das kommt alles immer. Ich weiß gar nicht, ab welchem Level ich angefangen habe, irgendwas zu dekorieren. Ich meine, man kriegt ja auch immer mal wieder Deko-Zeugs. Das kann man dann auch mal benutzen. Hier in Großbritannien ist ja alles total schweineteuer, aber er hat hier auch alles weggeräumt, ne? Krass. Und das Percheron steht hier rum, Stufe 3. Der Noah. Und die Fay. Wurde das auch vom Spiel gegeben, der Name? Oder ist das jetzt Zufall, dass unsere beiden gleich heißen? Ich weiß es nicht. So, dann kommt jetzt noch die Arcane dran. Schauen wir mal, was bei der so los ist. Ich meine, Level 24, da braucht man noch nicht so viel erwarten. Da ist noch nicht wirklich viel los. Aber natürlich gucken wir auch bei den niedrigen Leveln gerne vorbei. Da-da-da. Und langsam, so. Hier unten habe ich es nämlich, glaube ich, nicht mehr... Hallo? Oh. Was ist denn? Warum hat es jetzt auf einmal so... Halt! Stopp. Halt, habe ich gesagt. Hallo? Es geht in eine Richtung, dann geht es in die andere. So, jetzt geht es wieder in die Richtung. Ich kriege einen Anfall. Hör auf damit. Bleib doch einfach stehen jetzt. Und jetzt wisst gar nicht mehr. Ich glaube, heute ist es, mag mich das nicht so hier. So, jetzt müssen wir gucken. Die war in 24, als ich es mir aufgeschrieben habe. Das heißt, die kann auch schon jetzt weiter sein. Und sie heißt im Spiel Alina.
Alina Gucci. Okay, da ist sie. Alina! Wie meine Tochter, meine mittlere, die heißt auch Alina. Die heißt Alina Marie. Und hier sind wir in Montana. Spinellfeenpferde überall. Dahlia. Mhm. Oh, und der Zwilling Stufe 3. Also Zwilling 3, Stufe 3. Ah, hier ist aber, hier ist noch nicht so ganz so viel hier. Ich glaube, du steckst dein Geld eher in die Zuchten rein. Kann das sein? Aber das ist ja auch wurscht. Also, wie man es halt mag. Und anbauen, Süße, anbauen. Ihr müsst unbedingt anbauen immer. Baut von mir aus, wenn ihr lange nicht da seid, baut einfach Karotten an und verkauft die dann wieder. Bringt auch schon mal XP und Geld. Dann gehen wir ins nächste Dörflein in Frankreich. Und ja, Stufe 3 steht auch hier schon rum. Das ist doch... Was bist du? Ach, halt die China. Ach, halt die Kinerchen. Apfelbäumchen, ich kann nicht helfen. Wer würde jetzt aber wahrscheinlich eh nicht gehen. Du bist bestimmt auch in der Schule. Und hier ist noch alles so mit Wald. Ich meine, das hat ja auch was, so ein bisschen Wald rumrum, ne? Es kommt alles mit den Leveln. Level 24 ist halt wirklich, ich kann mich erinnern, da hat man noch nicht wirklich was. Auch kein Geld. Vor allem kein Geld. Okay, dann sind wir hier in Deutschland. Ja, die anderen drei Ställe hat sie noch nicht freigeschaltet. Da braucht sie, glaube ich, Level dazu, ne? Und ja, hier steht alles rum, was man so haben kann. Also Fruchtmischer und Kirschbäumchen und Weinreben. Alles da. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ins nächste. Das ist die Fantasieinsel. Schauen wir mal, was da so da ist. Auf jeden Fall schon mal Pferde. Drei Stück. Oh, das Lava-Einhorn. Stufe 1, Snow. Und Mario. Hieß meiner nicht auch Mario? Und Babe. Oh, Stufe 3 sogar schon. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ist hier noch am wenigsten los, aber das hast du wahrscheinlich auch als letztes irgendwie freigeschaltet. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass deine Zuchten klappen und ich hoffe, du hast bald einen Geldsegen und kannst das alles machen, was du noch machen möchtest. Ich meine, am Ende ist man nie. Manchmal gefällt mir die Deko auch in manchen Ländern gar nicht. Wie in Deutschland, da habe ich ja jetzt angefangen umzudekorieren, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, jetzt muss ich aber gucken, wie ich das dann mit dem Geld hinkriege. Und dann schauen wir mal weiter. Aber dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.